hier weiterspielen. Aber wir können doch hier Kaffee. Kaffee, wie geil. Warte. Hier. Kaffeemaschine. Hol dir schnell Kaffee und dann, dann gehen wir hier durch den Geheimgang. Tropf, tropf. So. Ja, halt die Fresse. Schnell hier durch. Da durch. Da hinten. Und jetzt lauf schnell zum Fahrrad. Schnell zum Fahrrad. Hier. Postfahrrad. Och, halt die Schnauze, mach einfach. Willst du den wirklich weg? Anjas Kaffee ist weltberühmt und so lecker. Vielleicht können wir damit dein Rad losbekommen. Ach so? Na dann, worauf wartest du noch? Aha. Siehst du, Plato? Danke, Jerry. Jetzt kann ich mich endlich wieder in den Sattel schwingen und die Post ausliefern. Hui! Ich habe gehört, du möchtest Einladungen verschicken. Ja, ich soll Einladungen zum Wittelfest verschicken an alle Einwohner von Mauswald. Ja, das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ich warte hier auf dich. Bring mir deine Einladungen und ich werde sie für dich verteilen. Danke, Plato. Nein, nein, ich danke dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Fremder anderen hilft. Du bist ein echter Baumläufer. Quack. Quack. Ja, die Nachricht lesen wir erst danach. Jetzt kriegt er erstmal die Einladung. Kannst du das schon ausliefern? Das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Dann fahre ich mal besser los. Es gibt viel zu tun. Mein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Dein Fahrrad? Wenn du schneller durch Mauswald und Umgebung reisen willst, dann ruf mich einfach. Dann nehme ich dich auf meinem Postrad mit. Benutze einfach diesen Knackfrosch mit einem der goldenen Posthörner, die überall im Mauswald stehen. Wenn du mal in Eile bist, lasse seinen legendären Klang ertönen. Dann komme ich mit meinem treuen Rad angeflogen und bringe dich, wohin du willst. Angeflogen? Angeradelt, meine ich. Wow, danke. Das mache ich aber nicht für jeden. Also erzähl's nicht rum. Und wohin möchtest du jetzt? Wohey! Wie? Ich konnte nicht mal entscheiden, wo ich hin wollte? Hallo, Jeff. Ah. Na, wohin soll es gehen? Oh, das ist ja krass. Was ist denn das hier? Hinten. Fahrtbaumwäldchen. Wiesentümpelsumpf. Ey, wo ist der Typ hier hin? Brücke über den Kaltwasserbach. Wiesentümpelsumpf. Nee, das hier kenne ich noch gar nicht. Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Bis später. Doch, ich kenn's. Och nö, wir kommen ja gar nicht mehr weg. Ja. Gut. Aber das mit dem Knackfrosch, ey. Kennt er die noch? Die so, so eine Halbkugeln, die man dann so eindrücken muss und dann ganz vorsichtig auf den Tisch legt und dann springen die irgendwie so ein, zwei Meter hoch. So, jetzt haben wir ja eigentlich alles gemacht, oder? Du hast die Einladungen verschickt und Blausaffen bestellt. Dabei hast du einen Zwerg geheilt, die kleine Ursula gerettet und vieles andere erlebt. Du entwickelst dich für wahr zu einem echten Baumläufer. Nun werden wir mit dem magischen Teil deiner Ausbildung beginnen. Und dann folgt das Wipfelfeld. Wir freuen uns auf Blausaffen.
also beeile dich mit der Ausbildung, du Grünschnabel. Seit ich denken kann, ist das Witwelfest eine Festivität, die wir einmal im Jahr ausrichten. Und bei dem wir Hilfsbereitschaft, Familie und Mut feiern. Und Magie ist da gar nicht im Spiel. Ach nein. So ein Bild über den Kamin, also so direkt über dem Feuer. Was oh. Ist das hier für ein Ort? Die Halle der Schüler. Ein lebender Ort, aus Magie geschaffen. Versteckt zwischen zwei Augenblicken. Aber soll das hier so kalt sein? Ich spüre es auch. Es scheint, als sei seit viel zu langer Zeit niemand hier gewesen. Und schon in Mauswald erinnerte sich kaum jemand an uns, nur die Alten. Wie lange waren sie nicht mehr hier? Zu lange, wie es scheint. Es ist an uns, die Tradition am Leben zu halten. Die Halle der Schüler ist ein Ort des Übergangs. Hier wird heute deine Ausbildung beginnen und hier wird sie enden. Alles geschieht im Schutz des ersten Baumes. Der erste Baum? Ist das der hier? Dies ist nur eine Statue. Der erste Baum ist der älteste Baum dieser Region. Er wacht über den Wald, über die Portalbäume. Er hält diese Welt zusammen. Bäume wie er sind so alt, dass sie schon in anderen Sphären existieren. Ihre Wurzeln reichen bis in Träume, bis in die Fantasie. Und wo ist der erste Baum? In deinen Träumen hast du ihn vielleicht schon besucht. Doch die Lichtung, auf der er steht, ist verloren. Die Wege, die dorthin führen, versteckt. Wie dieser Raum. Wenn deine Ausbildung vorüber ist, werde ich dich auf die Lichtung führen. So will es die Tradition. Doch zunächst musst du deine Ausbildung erst absolvieren. Und dazu müssen wir dieses Ding in Gang bringen. Der erste Baum. Ist der erste Baum. Wieso klemmt das alles? Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Gut, gehe ich erstmal hier hin. Der erste Baum wird wahrscheinlich dann der sein, wo wir mit dem Portal in die Parallelwelt da gekommen sind, wa? Was für ein seltsamer Ort. Der Marquis scheint die Maschine nicht allein in Gang setzen zu können. Plato verteilt Wipfelfest am Haus der Waldzwerge schweben. Was? Das ist doch total doof. Warum nur noch 2 Tage Sommerferien? Spitzweg nimmt Jerry in seinem Booten mit. Ein Fremder kann dich durch den Nebel führen, ja. Plato verteilt Jerry hat. Warum ist das nicht chronologisch? Das finde ich ein bisschen doof. Metallfassung. Wie mehr nicht? Halbe Kreisbahn. Nochmal. So, dann